Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du daraus wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar, ich habe einen Flughafen-Job mit Fahrgelegenheitsgedöns für euch. Und ja, das auf jeden Fall gucken wir uns nochmal genauer an, was ihr da bekommt. Und zwar, ja, das ist zum Teil schon übersetzt. Also, ihr müsst da nur noch Kleinigkeiten übersetzen. So wie jetzt hier den Kauf a Ticket, ne? Das ist aber auch nicht schwer, das könnt ihr dann alles noch machen. So, ja, worum geht's? Wir können uns hier ein Ticket kaufen und können dann nach Sandy Shores zum Airfield fliegen. Das Ganze geht dann so. Wir haben ja hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Hier stehen wir zwar schon, das unten müssen wir das halt auch noch übersetzen. Aber das ist auch nicht so schlimm, ne? Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Ja, und so sieht das dann aus. Also wir fliegen jetzt auf jeden Fall zum Flughafen runter. Das heißt, wir landen dann auch hier. Und ja, alles automatisch. Was ich finde, ziemlich gut. Wir können aber auch aussteigen während der Flugfahrt. Ne? Einfach so können wir jetzt rausspringen. Und ja. Und natürlich von der anderen Seite können wir das gleiche machen. Genau. Wenn wir hier nochmal kurz landen, ne? Ja. Genau, so wollte ich das haben. Mann. Gut. Wenn wir dann hier gelandet sind oder wir wollen von hier halt in die City, ne, dann können wir das Ganze auch machen. Ja, hier haben wir dann auch nochmal einen Punkt. Und hier können wir dann auch nicht von hier aus nach hier fliegen, ne, macht ja Sinn. Deswegen nehmen wir das Flugzeug in die Stadt. Genau. Warum er jetzt hier abhebt, weiß ich nicht. Aber gehört wohl so. Und hier können wir das gleiche machen halt, wenn wir so sagen, jo, ich wollte nicht fliegen, dann steigen wir einfach aus. Ja. So, gut. Ich würde sagen, wir kommen zur Installation, denn wir haben auch noch eine Config, die wir uns noch mal angucken müssen. Aber erstmal zur Installation. So, wenn wir das Ganze heruntergeladen haben, dann haben wir diesen Ordner hier, beziehungsweise haben wir eine ZIP-Datei, die müssen wir entpacken und dann haben wir diesen Ordner. So, als erstes müssen wir natürlich FileZilla öffnen und wir gehen einmal zurück. Genau, wir kopieren uns hier einmal den Namen raus. Dann öffnen wir die Server-CFG. Dann wollen wir halt runter und fügen das einfach hier unten ein. Wenn wir es gemacht haben, gehen wir auf Speichern und übernehmen das Ganze. Als nächstes gehen wir in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. So, genau. Jetzt gucken wir uns nochmal die Config an. Die haben wir hier, die können wir auch einmal öffnen. Und hier haben wir halt folgende Möglichkeiten. Und zwar hier können wir das Model bestimmen, was so geflogen werden soll. Ne? Das können wir halt ändern, wenn wir den Namen wissen dann und herausgefunden haben. Aber das ist nicht so schwierig. Dann haben wir das Ganze hier auf Falls. Wir müssen das auf True stellen, falls wir Essential Mode benutzen. Ne? Hier können wir auch noch was auf Falls und True stellen. Ich habe das so gelassen. So, bei mir war das halt so, dass ich nicht vom Airport fliegen konnte. Somit habe ich das hier auf True gestellt und somit ging das Ganze dann auch. Ja, hier können wir halt, wenn wir jetzt Euro haben, können wir hier das Euro-Zeichen hinterlegen. Und falls wir, ja, genau. Ja, hier können wir nochmal den Preis einstellen, wie viel der User zahlen muss,
Ne? Deswegen steht das halt standardgemäß auf 80 und das könnt ihr halt anpassen, wie ihr halt lustig seid. Genau, dann einfach nur noch auf Speichern, ja. Und dann ziehen wir einfach die Config wieder in den Airport-Ordner, Airports-Ordner, ne, hier. Einfach rüberziehen, fertig. Jetzt nur noch Server neu starten und ja, ihr habt Flugzeuge zum Fliegen. Also als Ticket. Ja, gut, Leute. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.